So. Im letzten Moment ist mein Schwein noch fertig geworden. So, du. Herzig. So, also hoffentlich stimmen die Farben. Ich habe mich, schon ein bisschen herumgespielt. Das Rosa finde ich hübsch, zu dem Lila und das Gelb. Ich weiß nicht, bei dem Orange bin ich noch nicht ganz sicher. Was sagen Sie, Frau Sokol? Wie finden Sie es? Naja, also ich weiß nicht, wann ich ehrlich sein soll. Mir gefällt es nicht. Aber bitte, es gibt sicher Leute, die da einen Geschmacken dran finden. Geschmacken. Heute in der Früh ist mir zufällig, wie ich so unter meinen Büchern ein bisschen herumgestöbert habe, ist mir die goethische Farbenlehre in die Hände gekommen. Ja. Mhm. Goethische. Interessant. Aber da habe ich mir gedacht, nur ein bisschen werde ich mich natürlich danach richten. Ja. War das ein Maler, der goethische? Jetzt bitte. Frau Sokol, hören Sie auf. Verpflanzen Sie mich bitte nicht. Sie werden Goethe nicht kennen, was? Goethe? Na, den kenne ich natürlich. Na, und wie? Ich war sogar früher mal im Theater, da habe ich ein Stück gesehen, Götz von Berlichingen. Da war ein Ausspruch. Ja, den kennen wir auch. Danke. Aber es gibt in diesem Stück noch ganz andere, sehr schöne und wunderbar wirkende Sätze. Ich wollte es ja bitte nur erwähnen, weil die Frau Elfi hat so eine komische Aussprache, goethische. Ach, war der ein Franzos? Das war er doch nicht, ne? Und du, Hila, was sagst du zu meiner Dekoration? Ja. Warum eigentlich nicht? Also ein Beifallsausbruch ist das nicht gerade. Naja, weißt du, Elfi, entschuldige, wenn ich das sage, aber ich finde, es ist halt mehr Faschingsdekoration als für Silvester, nein? Ich bitte, Silvester ist ja fast schon Fasching, da beginnt er ja. Und es soll einfach fröhlich sein, es soll erheitern. Auf die Teller gebe ich dann Schweinderln und Rauchverkehre. Mhm. Oh, sehr schön. Das tät ich nicht empfehlen. Ich war einmal bei so einer Silvesterparty, da haben sie einen Kopf Rauchverkehre und Schweinderln. Bitte, und was war? Die Rauchverkehre waren besoffen und die Schweinderln waren sehr herzig, aber sie haben überall hingemacht. Also, da habe ich ja Glück, dass meine nur Tischdekoration sind. Ja. Tisch ist ja noch ärger. Na, also ich weiß nicht, überhaupt das ganze Jahr. Na, das heißt nichts. Wir sind aber heute sehr düster gestimmt. Ja, immer, wenn das Jahr so ausklingt, da bin ich wirklich schlecht aufgelegt. Muss ich ganz ehrlich sein. Warum eigentlich? Ach, warum? Warum? Weil es hat ja wirklich nicht viel geheißen, das ganze Jahr, oder? Das können Sie aber wirklich nicht sagen, Frau Sokol. So. Was tun wir jetzt? Jetzt tun wir mal ein bisschen. Jetzt, bitte, könntest du mir das halten? Ja. So, danke. Ich werde das da dranhängen. Aha. Ich muss ein bisschen an den Herrn Petermann denken, also. Der soll auch ein bisschen fröhlich ins neue Jahr gehen. Der ist doch heute von Attersee gekommen, ja, natürlich. Ja. Wissen Sie, deshalb feiern wir doch so verfrüht, liebes Kind. Na ja, wie ich den kenne, am 31. sind wir unter uns, aber der soll heute einen hübschen Abend haben, hat die Elfi gesagt. Ja. Der wird wieder die ganze Zeit weinen, wie ich den kenne. Nein. Sie sind aber sehr deprimierend halt, wirklich. Ja. Es ist ein bisschen verfrüht, dieses Fest. Kommt mal vor wie eine Frühgeburt, nicht? Eine festliche. Herr Petermann wird nicht weinen. Besonders, er wird nicht weinen. Weil? Wenn die Christine kommt. Was? Ja. Ich habe für den Herrn Petermann die Christine eingeladen und. Ach, das ist die Freude, die du machst? Nein. Und ich habe mir gedacht, damit es mit dem Trösten gleich in einem geht, ja? Habe ich eine Bürokollegin eingeladen. Für den Herrn Janek. Der Herr Janek sitzt nämlich drüben vollkommen einsam und verlassen, weil die Neuberger weggefahren ist. Weißt du? Ich sagte, er soll herüberkommen und hat für ihn. Sie ist nämlich geschieden, die Gerda. Aha. Da habe ich sie ihn eingeladen. Das wird der Ball der einsamen Herzen. Na, das wird erst traurig werden. Der Petermann wird heulen wie ein Schlosshund. Jede Welt. Hören Sie aber auf mit Ihren düsteren Prognosen. Naja, weil es weiß. Meine Frau, der Lampe und dort hängt schief. Aber was macht nichts, er zünde ihn ja eh nicht an. Na,
Das tröstet mich wenigstens, weil ich weiß nicht, ob ein Wohnungsbrand mich fröhlicher stimmen wird. Den Franz auch nicht. Ja, da bin ich gar nicht so sicher, Gnädige, weil der hat einen ganz komischen Humor. Du Elfe, übrigens, ich wollte was sagen. Ich flehe dich an, wenn der Franz jetzt kommt, sei ja nicht beleidigt, wenn der ein bisschen was Abfälliges über dein künstlerisches Werk da sagt. Wenn er nämlich etwas im Leben nicht ausstehen kann, dann sind es Faschingsdekorationen. Du wirklich, wir waren vor ein paar Jahren eingeladen. Ja. Und da haben die Leute so mit Papierschlangen geworfen. Und eine ist im Erdäpfelsalat vom Franz gelandet. Du hättest sein Gesicht sehen sollen, versteinert. Naja, und wie dann einer Konfetti in sein Glas geschmissen hat. Naja, also da war es überhaupt völlig aus. Er hat viele Tage nicht mit mir gesprochen. Die Konfetti, sie darf Konfetti aber vergessen. Die sind immer so animierend. Also bei mir nicht, weil mit dem Staubsauger bringe ich es nicht weg und da kann ich jedes einzelne vom Boden runtergeletzt haben. Aber das wären richtige Bärchen, ne? Ja, was sag einmal, animieren. Wie ist denn das? Ist das eine gute Idee mit dem Pärchen? Da ich bin mir nicht sicher. Bei Bärchen fällt mir was ein. Eine Bekannte von mir, die hat ein Aquarium. Und da hat sie einen weiblichen Fisch drinnen gehabt, einen einsamen, so einen blaugestreiften. Da hat sie mein Mandel dazu gekommen. Ja, das lieb. Ja. Binnen einer halben Stunde hat sie ihn zusammengefressen, samt Begraden. Das ist der Franz. Frau Elfe, wenn Sie je jetzt auf mich hören, bitte, dann rammen Sie das ganze Klumpert runter und wir werfen es gemeinsam aus dem Fenster. Nein, also bitte, ich weiß nicht. Also ich weiß wirklich nicht, was ihr habt. Ihr macht aus dem Franz wirklich eine Schreckensfigur. Er ist zwar manchmal ein bisschen schlecht aufgelegt, aber im Grunde ist er immer liebenswürdig und höflich und freundlich. Rutschidierten, das ist wirklich zum. Aber, Papa, geht's denn nicht ein bisschen leiser? Was ist denn los mit dir? Ja, wenn man den Schaden hat, braucht man für den Spott nicht zu sorgen. Aber dass die eigene Frau auch kein Verständnis für einen hat, ist wirklich schon traurig. Franz, was sagst du zum... Na ja, das war allerhand. Sagen Sie mal, Heinz, mit welcher von Ihren skurrilen, ausgefallenen Ideen haben Sie jetzt wieder meinen Schwiegervater in einen rasenden Stier verwandelt? Rasender Stier ist gut. Das ist ein sehr hübscher Vergleich. Ich bin mir nämlich wirklich den Moment im Hausflur unten vorgekommen wie ein Torero-Lehrling. Nicht der vom Stier zuerst auf die Hörner genommen wird und dann schlicht und einfach niedergetrampelt. Ich hoffe, falls Spätfolgen auftreten sollten bei mir, dass Ihre Haushaltsversicherung dafür aufkommen wird. Aber nee, Sie, da kenne ich mich aus, das sind Tüftler, die Versicherungen. Außerdem müssten Sie ja erst beweisen, dass Sie nicht vorher schon genauso waren. Und ob Ihnen da wer als Zeuge geht, das möchte ich sehr bezweifeln. Heinz, haben Sie eine Ahnung, warum mein Mann so und was meinen Mann vor allem so erbittert hat? Natürlich habe ich eine Ahnung. Er hat es mir ja, während er über mich hinweggetrampelt ist, wie ein andalusischer Kampfstier, hat er mir es ja zugebrüllt. Na was? Also was? Was? Man hat ihm sein Auto gefladert. Was? Gott, ja. Nein, wie ist denn das passiert? Das ist passiert, indem es heute nicht mehr dort war, wo er es gestern hingestellt hat. Ja, also das haben wir jetzt schon nach Ihrer Erklärung, das haben wir schon verstanden. Aha, ja, ich bin sehr erstaunt. Was ist das denn, sehr Entzückendes? Ist hier ein Kinderball? Ja, das ist lustig, das habe ich gern. Wann kommen denn die kleinen Wutzeln? Lafitte? Was, wer? Nein, bin ich die Elfi Lafitte? Na, dann haben Sie geglaubt, dass meine Schwiegertochter in dem Alter noch einen Stimmbruch hat? Ja, bitte, sofort. Elfi! Elfi! Herrgott, ist wieder derisch! Elfi! Ja, hast du mich gerufen, Franzi? Ich hab nicht gerufen, ich hab geschrien. Was willst du denn, du liebe Franzi, liebe? Ich will gar nichts, aber da ist irgendeine Meschugane, die verwechselt dich mit mir. Bitte. Das verstehe ich auch nicht. Elfriede Lafitte. Gerda! Hier. Ja, entschuldige, wieso bist du nicht da? Du, ich bitte dich, jetzt doch längst 5 vorbei. Nein, du, das kannst du mir bitte nicht antun. Na, entschuldige, was sage ich denn dann dem Janek? Naja, bitte, das muss es verstehen. Ja, gut, also dann.
gute Unterhaltung. Servus. Hier gibt es keinen Kinderball, das ist sehr schade. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe nämlich Kinder wahnsinnig gern, wenn man sich mit denen wirklich gescheit unterhalten kann. Ja. Elfi, na was ist, warum bist du denn so geknickt? Ach so, hat mein Mann dich beleidigt? Nein, war ein bisschen laut. Aha. Die Gerda hat angerufen, ich für den Herrn Janek organisiert habe. Ja. Bitte, ich muss was ausrichten. Bitte entschuldige, dass ich unterbreche, aber ich muss das immer gleich machen, weil nämlich mein Kurzzeitgedächtnis in der letzten Zeit erschreckend nachlässt. Ja. Und alles, was ich nicht gleich sage, vergesse ich dann. Ja, wieder. Also was? Was also? Na was? Was ist am Zeit, was ausrichten? Was soll ich Ihnen ausrichten? Nein, das ist ja wurscht. Ja, also die Gerda hat angerufen. Ja? Und? Weil sie ist doch von ihrem Mann geschieden und der ist plötzlich aufgetaucht, hat sie mir gesagt. Hat sie zum Nachtmahl eingeladen, mit einem riesigen Blumenstrauß gekommen und jetzt geht sie natürlich mit ihm essen. Oh Gott, das ist aber sehr peinlich dem Janek gegenüber. Ah! Was ist Ich denn? Weiß es, natürlich. Sie kann nicht kommen. Ja, das haben jetzt alle nach meinem Bericht verstanden. Danke. Ja, ich nicht. Das habe ich nicht verstanden nach Ihrem Bericht, dass alle verstanden haben, dass die Christine nicht kommen kann heute. Was? Na, die war doch eingeladen. Ja, na und? Ja, und ich war heute Vormittag bei ihr und wollte einen Katalog bringen und sie hat kein Wort gesagt. Also, Sie werden immer mühseliger, Herr Heinz. Wenn sie kein Wort gesagt hat, wieso können Sie wissen, dass sie... Aufgeschrieben. Sie hat mir aufgeschrieben auf einen Zettel, total heiser. Also meine medizinische Diagnose ist, dass da irgendwas mit dem Hals nicht in Ordnung ist. Aber ich meine, das kann man ja nicht wissen, vielleicht hat es andere Ursachen. Also auf jeden Fall hat sie mir gesagt, beziehungsweise aufgeschrieben, sie kann nicht kommen, weil sie total unhörbar ist. Also wirklich, mir bleibt wirklich nichts erspart. Ah, das wären die zwei Herzen. Soll ich es gleich fortschicken oder lassen wir es ein bisschen rein? Aber Frau Sokol, die kommen doch sicher sehr freudig und gut gelaunt hier an. Wir können die Leute doch nicht im Vorzimmer mit einem kalten Kübel Wasser überschütten. Warum nicht? Die sollen sich nur daran gewöhnen. Das neue Jahr wird das mit uns auch machen. Mit uns allen! Also ich muss sagen, ich meine, die düstere Cassandra war ja direkt eine Frohnatur gegen unsere Frau Sockel. Ja. Elfi, nicht glaub, dass ich dich gerne jetzt in dieser schwierigen Situation, in der du bist, allein lasse. Aber ich muss es tun. Weißt du, ich mache mir Sorgen wegen meinem zornigen Franz. Ich glaube, der braucht jetzt mehr Beistand als deine versetzten Kavaliere. Entschuldige, bitte. Bitte gehen wir. Ach, meine Brille. Verzweifeln Sie nicht, schöne Frau, Sie haben ja mich. Ja, das stürzt mich ja gerade in Verzweiflung. Wenn Sie wenigstens ein hübsches, junges Mädchen wären. Bitteschön, ich habe Ihnen nichts gesagt, weil eine angekündigte Katastrophe ist ja noch schlimmer wie gar keine, nicht? Also eine nicht angekündigte. Nicht? Ich glaube, die kann mich nicht leiden. Nein, das ist nur, sie ist schüchtern. Von wem reden Sie? Ich meine, man merkt es manchmal nicht. Das ist überhaupt das Problem bei schüchternen Leuten. Mit mir geht es ja auch so, nicht wahr? Nur bei der Frau Sokol, da ist es umgekehrt. Da glaubt niemand zuerst immer, hallo, Trio, nicht? Aber es ist nicht so. Verstehen Sie? Nein. Christian, Frau Elfi, darf ich diese Blumen meiner gütigen Fee überreichen, die mir meine Einsamkeit erträglich machen Gern, möchte? Herr Petermann, ich werde das für Sie übernehmen, werde die Blumen der Fee überreichen. Sie haben nur ein Pech, weil im Moment ist die Fee ein bisschen indisponiert, wissen Sie? Es wird aber schon noch lernen. Ja. Es ist nämlich so. Wir haben ja Zeit. Erklärungen können wir ja später abgeben. Nicht bitte sehr, wollen wir jetzt vielleicht auch nicht mal einen Schluck trinken? Ja. Ich auch, nicht Blumen. Das. Oh, na dann. Nur, mein Gott, die verdiene ich ja gar nicht. Nein, die sind für die Frau Schwiegermutter. Ja, natürlich. Meine Schwiegermutter ist, sie kümmert sich um ihren so. Mann. Im Moment. Hat er sich wieder im Schlafzimmer eingesperrt? Weil nämlich, wie ich damals das erste Mal, irrtümlich, da war er auch. Ja, da erinnere ich mich gut. Das
das war sehr lustig damals. Für mich nicht. Also bitte lassen wir die nicht lustige Vergangenheit vergangen sein und freuen uns einfach über die Gegenwart, die ist eh so kurz, weil die Zukunft schon gierig darauf wartet, uns wieder ein Haxel zu stellen. Naja, bitte, ich weiß nicht. Ich freue immer über die Haxeln der Gegenwart und bin dann so beschäftigt, wieder hochzukrabbeln, dass ich gar nicht an die Zukunft denken kann. Aber Sie sind ein bisschen ein depressiver Mensch, da werden die Damen aber heute keine Freude mit Ihnen haben. Ja, sind Sie sicher, Frau Elfi, dass die Dame von Ihnen mich wirklich kennenlernen will? Weil wenn sie nur sozusagen aus Höflichkeit, dann wäre mir das schon peinlich. Ja, im Prinzip, natürlich. Ja, die Christine freut sich ja auch im Prinzip. Ja. Nur, ich werde jetzt die Blumen einwässern, ja? Ja, bitte. Hansi, kümmern Sie sich ein bisschen um unsere Gäste, ja? Bitte. Danke, vielen Dank. Ein jäher Abgang und ich meine, nicht ganz unpeinlich für die Zurückgebliebenen, also für die Übriggebliebenen. Ja, bitte, heute wird nicht von übrig bleiben gesprochen. Heute wird nicht von übrig, da haben Sie Ahnung, Herr Peter. Darf ich Ihnen im Vertrauen sagen, ich habe sogar den starken Verdacht, dass die Übriggebliebenen, das könnte so das Motto des heutigen Abends sein. Trotzdem zum Wohl, die Herren. Rein wie bestellt und nicht abgeholt. Geh. Du bist doch kein Cowboy, dem sie das Pferd gestohlen haben und der jetzt zu Fuß durchs Indianerland laufen muss. Aber das ist ein Blödsinn. Natürlich ist ein Blödsinn. Franz, hast du denn die Polizei verständigt? Na, natürlich. Hast du vielleicht geglaubt, die werde ich etwas verheimlichen, wenn mein schönes Auto weg ist. Ja, also ich weiß nicht, schönes Auto, die alte Kisten. Na ja, und außerdem, sie wird bestimmt gefunden werden, die Kiste, mein. Alte Kiste? Wieso? Das war ein wunderbares, schönes Auto. Ah ja, bitte, bitte, du hast wahrscheinlich einen Rolls-Royce vorgestellt mit einem Chauffeur, mit einer Autobahn, nicht wahr? Ja. Das kann ich da allerdings nicht bieten. Bitte, da hast du halt früher einen Generaldirektor heiraten müssen. Franz, bitte lass es nicht an mir aus, ja? Sag einmal, dürfte ich dich etwas fragen, ohne dass du gleich explodierst? Ich explodieren? Ich explodiere überhaupt nie. Ich bin die Ruhe in Person. Na, dann ist es ja wunderbar. Franz, bist du ganz sicher, dass dir das Auto gestohlen wurde? Ja, was heißt denn das wieder? Was heißt denn das? Was heißt, wo ich ganz sicher bin, dass mein Auto gestohlen wurde? Hast du glaubt, das hat sich einer zur Ansicht ausgeborgt, dieses alte Vehikel? Nein, aber weißt du, es könnte sein, dass das passiert ist, was dir schon sehr oft passiert ist. Was? Ja, dass du vergessen hast, wo du dein Auto geparkt hast. Nie ist mir das noch passiert, bitte. Aber Franz, was heißt nie? Gerade erst vorige Woche. Kannst du dich nicht erinnern, wie wir im Theater waren? Ich bin mit der Straßenbahn gekommen, du bist mit dem Auto gekommen. Nach der Vorstellung sind wir eine volle Stunde herumgelaufen, weil du vergessen hast, wo du den Wagen geparkt hast. Das ist wieder typisch für dich. Das ist typisch für dich, nicht wahr? Gut, weil mir einmal in Jahrzehnten sowas passiert ist. Nein, Franz, nicht einmal, sondern zigmal. Viele, viele Male habe ich das mit dir mitgemacht. Aha. Also mit anderen Worten, ich bin ja so ein alter Trottel. Danke, danke, ich werde mir das merken. Aber Franz, geh, sei doch nicht so böse, schau. Und sei nicht so grantig, ein paar Tage vor dem neuen Jahr. Komm, zieh dir jetzt dein Sakko an und geh mit mir hinaus. Du, die Elfi hat sich so viel Mühe gegeben mit der Party und jetzt ist ja alles daneben gegangen. Ja, das ist aber so ein Dauerzustand bei unserer Schwiegertochter. Nein, das ist nicht wahr, aber heute müssen wir ihr wirklich beistehen, damit diesen einsamen, verlassenen Männer netten Abend haben. Ah, ich soll so einen netten Abend machen, soll wahrscheinlich feiern, den Diebstahl meines Autos. Nein, Franz, du sollst nicht den Diebstahl feiern, sondern das ausgehende alte Jahr und das kommende neue. Das ausgehende alte Jahr hat mir mein Auto gestohlen, daher beginnt das neue schlecht. Ich denke ja gar nicht daran, dort hineinzugehen. Nein, 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 ich bleib da hier sitzen. Also dann, meine Damen, meine Herren, zum Wohl. Ich finde, man kann ja nie früh genug auf das neue Jahr trinken. Ja. Sehr zum Wohl. Sehr zum Wohl. Sehr zum Wohl. Ich trinke normal nicht. Ja. So. Also, Herr Janek, Sie kriegen jetzt einmal einen Rauchfang, Herr. Großen oder einen kleinen? Lieber einen großen. So. Leider gibt's ja nicht weiße Bäckerfiguren als Glücksfiguren. Ja, die bringen ja auch kein Glück. No. So, und der Herr Petermann, was kriegt er? Na, natürlich ein Schweindel. So, ja. Ein großes. Das Fräulein Christine wäre mir schon lieber gewesen. Ja, seien Sie froh, dass das
Marzipanschweinderl haben, nicht? Er meinte, können Sie abbeißen davon. Das hätte Ihnen das Fräulein Christine sicher nie erlaubt. Ne? Außerdem ist sie auch viel zu mager dazu. Ja, bitte, bitte, junger Mann, was verstehen Sie denn von Frauen? Das Fräulein Christine ist nicht mager, die ist eine Stromlinie. Ein Schwachstrom. Ein Flüsschen vor der Regulierung mit grünen Weiden und schattigen Wäldern. Ja. Ich habe mal in Ort an der Donau eine Dame gekannt. Okay. Gleich nach dem Krieg war das nämlich. Ja. Nach welchem denn? Wieso, bitte? Ich meine, nach dem ersten oder nach dem zweiten? Das war ein Witz, ja. Ein Witz war das. Ja. Sehr gut. Sehr zu verstehe. Und was war denn bitte mit der Dame in Ort? Ja, sie hat den besten Karpfen gekocht, den ich je gegessen habe. Ja, und was war weiter? Na, weiter war nichts, weil es war damals eine schlechte Zeit, nicht? Die Karpfen hat immer der Briefträger von Ort gefangen. Naja. Ja, das ist eine hübsche Geschichte. Das gefällt mir gut. Sehr lustig, das ist eine liebe Geschichte, nicht? So. Ja, aber sie hat dann den Briefträger geheiratet. Na, sind Sie froh, schauen Sie. Ich meine, so jeden Tag Karpfen, das wird im Laufe der Jahre ja auch fad, ne? Ja, das glaube ich nicht. Es gibt ja viele verschiedene Zubereitungsarten, nicht? Für Karpfen, natürlich. Es schellt. Vielleicht hat das Fräulein Christine ihre Stimme wiedergefunden. Oder die ihrige Ihnen zugedachte Dame, Herr Janek, kann ihre Neugier auf ihren Charme nicht länger bezwingen und stürmt herbei. Das kann ich nicht glauben. War schon wieder ein Witz. Entschuldigen Sie bitte einen Moment, ja? Ja, Gott sei Dank. Servus, Gott, bin ich froh, dass du da bist. Ich warte die ganze Zeit auf dich. Okay. Du musst mir helfen. Ich sagte, ich habe so eine kleine Vor-Silvester-Party. Eine Party? Ich sagte, da ist eine Stimmung wie in der Kapuzinergruft. So, du musst mir helfen, aufheitern. Aufheitern? Mir hat kein Mensch etwas von einer Party gesagt. Weil wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich überhaupt nicht gekommen. Nein. Das kann ich Ihnen nicht verdenken, Herr Guido. Trotzdem Girlanden von Goethe. Also ich bitte Sie, Guido, du musst mir helfen, bitte. Ich habe so auf dich gewartet. Es ist Jahresende. Ach so, darum ist es so schlecht aufgegangen, was ihr zwei heute habt. Das ist wirklich entsetzlich. Ja, ich bin doch nicht der Kasperl vom Dienst, ne? Ich werde ihn nicht unterhalten. Frau Sokol, sind Sie so gütig? Darf ich mich in die Küche zu Ihnen setzen? Heute bleibe ich eh nicht lang. Bitte, Herr Guido, gern. Aber erwarten Sie keine Lustbarkeit von mir. Nicht nach so einem Jahr. Deserteure. Auf in die Kapuzinergruft. Nehmen Sie Platz. Wenn schon alles so unfröhlich ist, essen Sie wenigstens fröhlich da. Ein paar Brötchen. Esse ich fröhlich da. Ja. Was ist das? Das ist ja Mayonnaise. Ja. Ich habe mich halt früh gewogen. Ich habe dieses Jahr 3 Kilo zugenommen. Ab jetzt esse ich überhaupt nichts mehr. Das war nicht in Frage. Du schau mich nicht so an. Ja. Sie werden Satanas. Ein billiger Gast, Herr Grüße. Wirklich wahr. Ja. Aber es ist wahr, dieses Jahr war für mich auch nicht sehr gut. Die Augenoperation und dann der Engel, futsch. Wieso? Der Engel ist Ihnen doch schon 83 abhanden gekommen. Ah ja. Ja, stimmt. Aber wissen Sie, solche Sachen kann man nicht mit einer Jahreszahl erklären. Ich meine, das wirkt weiter. Wirkt bitte, ja. Nicht wirkt's, so oft ich dran denke. Sie sollten nicht denken, Sie sollten sich vornehmen, 85 überhaupt nicht zu denken. Sie, das wäre eh besser, wenn man das könnte. Aber das Gehirn tut ja weiter, weil das Gehirn tut von automatisch denken. Das ist nämlich ein impulsives Organ. Frau Sokol. Ja. Mich zwickt's jeden Morgen in der Früh, wenn ich aufwache, da zwickt's mich da oben links in der Schulter. Natürlich, das ist Rheumatismus, ist das. Aber Kekke, ich biete Sie doch noch nicht in meinem Alter. Na freilich, in welchem denn? Na schön, Sie sind aber keine aufbauende Gesprächspartnerin. Vielleicht wollen Sie doch hineingehen zu die Girlanden da, hm? Hallo, hallo. Na servus. Jetzt ist die Verzweiflung übergeschwappt. Die dann ihren Trauermarsch singen. So, vergessen Sie alles, Herr Janek. Vergessen Sie. Prost jetzt und wohl Prost. Ja, danke.
Vergessen Sie Ort an der Donau und denken Sie an was Schönes. Hawaii. Hawaii, nicht? Ja, Hawaii, wissen Sie, dort, das ist mir so naja, das ist ja wurscht. Das ist mir so eingefallen, weil ich die Girlanden gesehen habe. Wissen Sie, die werden einen dort so, bei der Ankunft werden die einem so umgeschlungen. Ich war noch nie in Hawaii. Wer war das schon, bitte? Wer war? Ich auch nicht. Weiß ich vom Fernsehen, weil Fernsehen bildet. Mich nicht, weil ich tue selten. Weil ich so früh aufstehen muss, wissen Sie. Nur, also bitte nur das Kinderprogramm schaue ich mir an. Na gut, bitte, dann singen Sie uns ein Kinderlied vor, ja? Sie müssen aber nicht, Herr Janik, wenn Sie nicht wollen. Ja, aber, hat schon recht, ich meine, wozu brauchen, bitte nehmen Sie doch noch einen Schluck, ich meine, wozu brauchen drei so gestandene Mannsbilder wie wir denn deine Damen aufputzen, nicht? Das wissen wir, wir können sie auch so sehr lustig haben. Ab und zu ist das ja ein Riesenhetz. Zum Wohl, die Herren. Danke vielmals. Ja, Dankeschön. Ja, aber darf ich trotzdem sitzen bleiben? Aber selbstverständlich. Ja, aber liebe Frau Elfi, Sie werden ja nicht zu den Damen im obigen Sinn gerechnet, nicht? Weil, ich meine, vor Ihnen muss man nicht brillieren, man muss nicht sich geistig wichtig machen und man muss nicht charmieren, man muss sie nicht bezirzen. Das ist ja sehr angenehm alles, nicht? Weil das sind doch Dinge, die einen sensiblen Mann ungeheuer belasten. Ja, dazwischen muss ein Mann ja auch einmal die Möglichkeit haben, sich auszurasten, nicht? Ja. Schaut euch den Herrn Janek an. Wie hübsch der gleich mit ein bisschen farbigem Papier um den Hals ausschaut. Passt ihm sehr gut. Lola, kennen Sie das tolle Lied von der tollen Lola? Herr Lolek? Nein, ich kann mich nicht mehr so genau. Da war ich noch sehr, sehr jung. Das macht gar nichts. Ich sing's Ihnen vor und Sie stimmen dann so dann ein. Ja, kommen Sie her, Herr Lolek. Es ist gar nicht schwer, ganz einfach, ehrlicher Lolek. Sie werden es gleich gehen. Bitte, darf ich zuerst dann noch ein kleines Schluckerl? Nur ich trinke sonst nicht viel, nur ein kleines Schluckerl, weil ich bin fast Antialkoholiker. Würde vielleicht für Herrn Lolek auch... Nein, ich habe schon genug, danke. So, und Herr Lolek, jetzt stellt sich neben mich. Moment. Warte, stellt das Glas weg, stellt sich neben mich. Hängen sich in mich ein. Ja, aber muss das... Ja, da kommen Sie so. Und strecken das rechte Fussel vor, gell? Ja. Das ist das linke. Und ich möchte das schöne Fussel haben. Das rechte. Und jetzt eins, zwei. Ich bin die Kessel Lola, der Lieblingshesse. Das ist mein Aufpassen. Liebling der Saison. Oh. Das ist jetzt der erste Schritt. Ein Moment. Das ist schwierig zum Zumachen. Der erste Schritt. Zurück zur Menschheit, Herrschaft. Ich will nicht zurück zur Menschheit. Die Menschheit hat mir mein Eigentum genommen. Aber doch nicht die ganze Menschheit, sondern einer, Franz, einer, falls überhaupt. Fangst du schon wieder an? Nein, aber ich verstehe nur nicht, warum dich die Vorstellung glücklicher macht, dass man dir das Auto gestohlen hat, als der Gedanke, dass... Na, Moment, ich muss mal die Brille aufsetzen. Als der Gedanke, dass du es irgendwo verloren hast. So, bitte, mich macht der Gedanke, dass er es mir gestohlen hat, nicht glücklich, sondern ich bin ja kein Masochist, nicht wahr? Aber andererseits ist es doch lächerlich, verloren, man kann ein Auto nicht verlieren, kann einen Kugelschreiber verlieren, kann einen Bleistift verlieren, aber ich kann doch kein Auto... Du erwürgst mich, ja! Es ist wirklich nicht zu glauben, dass eine Frau, mit der man jahrzehntelang verheiratet ist, noch immer nicht ein Maschel, Krawatten binden kann. Ja, du hast recht, es ist wirklich schrecklich. Es ist ganz schrecklich. Genauso schrecklich, weißt du, wie ein Mensch, der zig Jahre verheiratet ist, noch immer nicht gelernt hat, seinen eigenen Koffer zu packen oder eine Sicherung auszuwechseln oder eine einfache Suppe zu kochen. Ach so. Du benutzt das, du glaubst, die Jahre, wenn es der geeignete Moment, um mir alle meine Fehler vorzuwerfen. Bitte, bitte, ich lausche. Nein, bitte, setz dich nicht wieder. Schau, du hast schon einen so schönen Anlauf gemacht, dass du deine Gastgeberpflichten nachkommen willst. Meinen Gastgeberpflichten könnte ich nur nachkommen, wenn ich mich in zwei fesche Katzen, in zwei flotte Damen Herr verwandle. Herr Sektionschef. Ja, hat man den Gästen versprochen, nicht wahr? Bitte. Aber das kann ich nun wirklich beim besten Willen. Es ist ja auch eine Schnapsidee von der Elfi, dass sie ausgerechnet diese Kuppe leimt. Aber wenn schon, warum nicht in der eigenen Wohnung?
weißt doch ganz genau, dass das nicht möglich ist. Wieso? Nur weil seit 3 Tagen da unten die alte Eisenbahn von Tommy aufgebaut ist und der kleine Oliver begeistert damit spielt. Ja, 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 Oliver Wähnen, das Kind. Ah, ja, so? Sag einmal, wer ist denn gestern den ganzen Nachmittag am Bauch gelegen und hat Zusammenstoß gespielt? Bitte, einer Zug muss... Zusammenstoß, Entgleisungen hast du... Einer musste dem Kind ja erklären, wie es geht. Nicht? Ja, ja, du hast dich geopfert. Ja. Ja. So, mein Schatz, und jetzt gehen wir und du setzt dein charmantestes Lächeln auf und beglückst deine Gäste. Komm! Ja, also charmantes jetzt. Lächeln, ja, aber du, Moment, ich höre schon Musik, du, ich habe dich im Verdacht, du machst so ein Gesicht, als ob du mich dazu veranlassen würdest, dass ich vor den Gästen singen und tanzen soll. Nein, nein, Franz, also diesem Schock wollen wir doch die beiden Kavaliere nicht aussetzen, ja, gell? Jetzt gehen wir, gehen wir, gehen wir. Also ich finde, die Frau Elfi sollte wirklich bei den Meisterschaften für lateinamerikanische Tänze mitwirken. Was die für Figuren kann, hinreißend. Es liegt nur daran, dass der Lollek ihr bei jeder Drehung auf die Füße steigt. Das bringt so einen Rhythmus in die Sache. Das ist so exotisch, das ist toll. Ja, was ist denn da los? Herr Sektionschef, ich darf vielmals um Entschuldigung bitten. Ja, wenn Sie mir um nichts anderes bitten, bitte. Herr Janik, ist ein sehr außergewöhnlicher Mensch. Abklatschen! Jetzt komm ich! Entschuldigung, darf ich bitte, Frau Elfi? Ja, da hätte man wirklich im Schlafzimmer bleiben können. Ich meine, mehr Stimmung kann man ja schon immer mehr machen. Franz, du sollst nur uns mit deiner Anwesenheit beglücken. Ja, verstehst du? Ja, es genügt schön. Völlig. Bitte, Herr gnädige Frau, sind Sie mir nicht böse, wenn ich Sie nicht zum Tanzen auffordere. Ich bin nämlich schon ein bisschen außer Atem und Übung. Macht überhaupt nichts. Ich bin nämlich auch ein bisschen aus der Übung. Kommen Sie, wir wollen uns da gemütlich hin. Ja, bitte. Ja? Bitte, Herr Sektionschef, Sie sind auch nicht böse, dass ich Sie nicht zum Tanzen auffordere. Ich glaube, wir würden uns nicht einig werden, wer führt. Nicht? Ja, ja. Also ein Tanz mit Ihnen, das wäre gerade das, was mir heute noch zu meinem Glück fällt. Ich sehe, Sie sind in einer wirklich schäumenden Stimmung, wie sich's heute für eine Silvesterparty geziemt. Ja, und ich nehme an, dass diese orgiastische Stimmung hier Sie inszeniert haben. Naja, also ich meine, ich will das gar nicht so. Ich meine, alles für mich in Anspruch nehmen. Ich habe lediglich durch regelmäßigen Alkoholnachschub den Kummer der beiden Herren verflüchtigt. Aber ich meine, es ist ja im Grunde eine einfache menschliche Tat. Jeder mittlere Pfadfinder hätte es gemacht. Nicht so. Also wirklich, das ist ein sehr guter Witz. Wissen Sie noch einen? Lieb, dass Sie das sagen. Ich habe ihn schon so oft erzählt und noch nie hat jemand gelacht. Aber nein, erzählen Sie mir noch einen, ja, bitte. Also, wissen Sie, ich kann heute alle möglichen Witze brauchen. Jede Menge kann ich gebrauchen. Also, einen. Das ist nicht schlecht. Mir ist ganz heiß, weil ich bleibe noch etwas bei Ihnen. Königliche Hoheit erlauben ist. Ja? Ist gut, kommen Sie. Freut mich, den aber heiß ist noch jetzt. Bitte schön, auch ein Hütchen hätte ich zur Verfügung. Hütchen auch. Dankeschön. Der Witz war gut. Ja? War gut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen unanständig. Unanständig, aber finden Sie, na, Sie sind ja eine Elfe. Eine Elfe verbirgt sich unter ihrer rauen Küchenschürze. Nein, nein, ich bin nur ein gutes Publikum für Witze. Wissen Sie, auch für ganz Alte, ich merke sie mir nicht und dann muss ich jedes Mal wieder drüber lachen. Ja, das ist ja das Schöne. Das ist Schöne, wenn man im Leben immer noch lachen kann. Ja. Über andere oder auch über sich selber, das heißt gerade über sich selber. Da hat man wenigstens noch eine Unterhaltung. Es ist Eva, warum soll man so dramhaft sein? Nur weil wieder einmal so ein deppertes Jahr zu Ende geht. Ne? Schauen Sie, wir haben es überlebt. Ja. Und das ist die Hauptsache. Ne? Und wenn wir es auch vielleicht um ein paar Kilo mehr überlebt haben, umso mehr Breitseiten haben wir für das nächste Jahr entgegenzusetzen. Ne? Das ist eine Konstatierung, die tiefe Weisheit in sich birgt. Philosophische sozusagen. Ich kann nicht anders. Ich muss eins, das nehme ich mir, wenn Sie gestatten. Dann trinken Sie aber auch ein Bier dazu, einverstanden? Ich bin so frei. Außerdem habe ich so das Gefühl, dass dieser Hauch von zarter Fülle mir sehr gut steht, oder? Ja. Wissen Sie, Herr Gudow, ich bin ja überhaupt der Meinung, dass man, wenn man älter wird, also dass man gar nicht dünn sein soll, sondern ruhig dicker. Wissen Sie, weil das macht ja
viel jünger. Hm? Da kann man nur so alt sein. Danke. Dankeschön für das kann man nur so alt sein. Also ich verspreche Ihnen, ich werde mich im neuen Jahr an Ihre originellen Komplimente gewöhnen. Aber jetzt war es mir ein bisschen schwer. Prost. Prost, da ist wer an der Tür. Das neue Jahr, das ist klar. Reimt sich sogar. Ich glaube nicht, dass das neue Jahr ist. Hans, das wird doch nicht zwei Tage früher kommen und früher arbeiten, da war es doch deppert. Außerdem glaube ich nicht, dass das neue Jahr den Schlüssel zu unserer Wohnungstür hat. Reizende Frau, Eva. nein, Peter, Mann. Olle! Elfi, du sag, glaubst du, dass das deiner Wirbelsäule gut tut? Hast du doch früher so geglaubt, dass du der siebte Wirbel drückt? Ja, alles wieder gut. Vorhin hat mich der Herr Janek geschnappt, hat mich einmal fest an sich gedrückt, es hat geknackst und der Wirbel war wieder drin. Na bravo, da muss ich mich ja bei Ihnen bedanken, lieber Herr Janek. Dass Sie das falsch verstehen. Ich habe es nicht bewusst getan, es war mehr Instinkt. Wissen Sie, beim Tanzen bekomme ich meistens so eine Art Instinkt, weil ich nämlich sehr unsicher tanze, dass ich mich festhalte an meine Partnerin. Und dann hat eine Frau Kimpaldi nämlich gesagt, plötzlich, hat sie gesagt? Ja, hat sie gesagt. Das ist die übliche geistreiche Konversation beim Tanzen. Ja, genau. Und dann hat sie geknackt und dann hat sie genommen. Zack, und dann war alles eingerenkt, der Wirbel war im Ordnung. Lieber Ernst, du schaust mir so bedrückt rein, ich glaube, du brauchst dringend was zum Trinken. Nein, danke vielmals, ich möchte jetzt nichts trinken. Weißt, ich bin ein bisschen irritiert. Meine liebe Elfi hat mir deine rührende Geschichte erzählt, dass sie zwei Damen einladen wird, damit diese zwei schüchternen Herren endlich ein bisschen zum Reden kommen. Und jetzt sehe ich weit und breit keine Dame, nur meine Frau. Du, Ernst, ich hoffe, dass das nur ein Versprechen war. Wieso? Na, hör mal. Nur meine Frau unterhält unter Aufbietung ihrer sämtlichen Wirbel die männlichen Gäste hier. Bitte, mich hat sie nicht unterhalten, ich schwöre. Nein, du, das ist fabelhaft, dass du ein bisschen eifersüchtig wirst. Wunderbar. Ja, du bist der Elfi viel zu sicher. Ich meine nicht, dass du keinen Grund hättest, aber du musst auch einmal erfahren, dass deine Frau sehr attraktiv auf andere Männer wird. Bitte, Sie dürfen das nicht falsch verstehen. Ich habe nicht freiwillig getanzt. Der Herr Bettermann hat mich nämlich geschubst, wissen Sie? Und Sie dürfen es nicht übernehmen. Ich tue es nie wieder, bitte. Herr Janek, ganz im Gegenteil. Beim nächsten Wirbelsprung meiner Frau werde ich Sie sogar herzlich darum bitten. Ja, wirklich. Ja, Papa. Ja, sag einmal, was ist denn mit dir los? Haben's dich nicht aufgefordert zum Tanzen, dass du so griesgrämig reinschaust? Ich möchte nicht darüber reden. Deine liebe Mutter hält mich für einen solchen Trottel, dass ich das Auto... Übrigens, Auto, hör zu. Bist du plötzlich auf deine älteren Tage sportlich geworden? Was soll das? Ein blöder Witz oder was? Du bist aber heute sehr gereizt. Ich hoffe, das wendet sich mit der Jahreswende. Nein, es war nur eine Frage. Es ist nämlich so, ich bin mit dem Oliver ein bisschen spazieren gegangen. Na, der Kleine kann doch nicht die ganze Zeit am Bauch liegen und mit der Eisenbahn spielen. Jetzt tut er es eh wieder mit dem Tommy. Sind wir spazieren gegangen und da habe ich zum Oliver gesagt, da schau her, der Opa ist jetzt unter die Joker gegangen oder möglicherweise nur unter die Wanderer oder wie heißen die, die so lahmlacken und knierwach dahin wackeln. Sofort. Ja, jetzt haben wir aber genug von dieser blöden Musik. So, jetzt bitte erklär mir endlich, was du da daher schwafelst, zum Teufel hinein. Oje, der Herr Sektionschef ist zornig. Bitte, hoffentlich haut er mir nicht das ganze Mobiliar zusammen, bitte. Weil das ist meine größte Sorge bei einer beginnenden Wirtshausrauferei. Nein, er beißt nur, er bellt nicht. Nein, umgekehrt. Er bellt, er beißt nicht. Das ist ein sehr ungeschicktes Sprichwort. Bellende Hunde beißen nicht. Gleichzeitig, nein, aber hintereinander, ja. Bitte, ich habe mal in Linz einen Hund gekannt, der hat beides gleichzeitig können. Es ist schon faszinierend, Herr Janek, dass sich Ihre entscheidenden Lebenserfahrungen alle in unmittelbarer Wassernähe
abgespielt haben. Mhm. Die Dame in Ort, der Hund in Linz. Ja. Alles am Wasser. Ja, ja, ist riesig interessant. Mich interessiert auch sehr, was der Herr Janek oder bei mir im Wasser hat. Nein, bitte, mit Wasser wenig. Das eine Mal war es eine Dame und das andere Mal war ein Hund. Na, schon. Na ja, schon. Und Linz liegt ja nur einseitig, nicht nur an der Donau. Das heißt, es gibt schon eine Hinterseite. Ja, ja. Ja, ja. Und dort war der Hund und dort hat er mich gebissen. Bitte. Ja, jetzt reden wir über die Hinterseite von Linz, reden wir anders mal. Aber was wolltest du sagen? Nicht, ich schwafle ja nur. Schau, jetzt hast du ihn beleidigt und die anderen Gäste wahrscheinlich auch. Ist das eine nette Art, du, ins neue Jahr zu gehen? Ich kann nicht nett sein, doch, wenn er mir mein Auto gestohlen hat und ich es wahrscheinlich nie mehr wiederkriegen werde. Man hat ihnen ihr Auto. Ja. Na, das tut mir leid. Das tut mir leid, der arme Mann. Weil ich, wissen Sie, ich weiß, wieso es ist, denn schließlich und endlich ist mir meine Frau ja auch, nicht? Ja. Na, verzeihen Sie, Herr Sektionschef, jetzt bin ich ganz traurig. Ich sage mal, Auto gestohlen, also das verstehe ich wirklich nicht. Na, das verstehst du nicht, das ist ganz einfach. Ich bin gestern mit meinem Wagen hierher gekommen, habe hier keinen Parkplatz gefunden, habe den Wagen Nebengasse gestellt und wie ihn heute holen wollte, war er weg. War er weg, na siehst du, und davon will ich ja die ganze Zeit reden. Ich bin doch mit dem Oliver spazieren gegangen, wie ich dir gesagt habe, wir gehen durch eine Seitengasse, weit weg von hier. Und da sehe ich plötzlich dein Auto geparkt. Was schaust du? Ja. Geparkt. Sein Auto war geparkt. Weit weg von hier. Und da habe ich gedacht, das ist sehr schlau von dem guten Vater, dass er das Auto so weit von der Wohnung wegsteht. Da kann er nämlich endlich ein bisschen eine Bewegung machen. Ja, also bitte, dann hat es der Dieb eben dorthin gestellt. So, der Dieb? Aber nein, ganz bestimmt kein Dieb. Du, das Auto war ordentlich peinlich genau verschlossen und hinten am Rücksitz ist deine Aktentasche gelenkt. Das ist allerdings ein Leichtsinn. Ja, jetzt erinnere ich mich, es muss es in der, habe ich ein bisschen weiter weggestellt. Ja, Franz, ja, aber Hila, bitte, ja, gut, ich bin ein alter Trottel. Nein, nein, in dem Moment, in dem du es zugibst, bist du es nicht mehr. So, und jetzt wollen wir alle unsere Gläser nehmen, füllen sie an und trinken aufs neue Jahr. Und die Sockgold soll auch kommen. Ja, bitte, Frau Befehl. Gut, was ist denn? Du bist da und kommst nicht herein? Christian, Hila. Grüß dich. Ich bekenne. Ich war also wirklich etwas grantig, aber jetzt komme ich. Und zwar mit der Sockgold, die hat mich ermuntert, der frohen Natur. Ja. Bitte, ich verstehe nicht ganz. Wer hat jetzt wem das Auto gestohlen? Ich versuche Sie nicht in dieses Mysterium einzuhören. Es ist ganz wurscht. Bei der Familie kennt Sie kein Mensch aus. Ja, ich meine, irgendjemand wird da Ihren Auto gestohlen haben oder nicht. Also, oder? Komm. Das ist alles. Überleg, was darauf werden wir. Ja. Ich möchte einen weißen. So. Ah, da sind wir. Ja. Oh, natürlich habe ich doch gewusst, der Petermann weint schon wieder. Nein, ich weine nicht. Ich weine nicht. Ich gehe in mich, wie sich das vom neuen Jahr gehört. Aber ich suche noch, weil ich mich in mir drin, ganz tief, nicht zurechtfinde, weil dort ist es dunkel. Na, da werden wir was machen. Ja. Herr Petermann, schauen Sie, diese schöne weiße Lampion, ja? Der wird Ihnen gehören. Er leuchtet zwar nicht wirklich nur symbolisch, aber... Wirklich? Vielleicht lasst ihn der gute Wille leuchten. Wirklich? Ich darf ihn mir wirklich... Ja. Frau Efe, Sie sind wirklich ein guter Mensch. Bitte, wenn auch nur symbolisch, ne? Ja. Also, liebe Freunde, es ist zwar jetzt schon noch immer nicht das neue Jahr, aber gleich wird es... Ja, 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 ja,
serviert werden. Ach, so toll. Dankeschön.